herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Oh, und schau mal, Epic, hier siehst du schon mal unsere coole Baufläche und wir befinden uns auf einem riesigen Berg. Hier sieht es so nice aus. Hier sind noch richtig viele andere große Berge und hier haben wir eine richtig doll coole Bergvilla. Also die ist einfach auf einem Berg und wir werden heute auch zwei verschiedene Bergvillen bauen unter bzw. auf einer Bergvilla. Also das wird richtig doll nice. Wir müssen uns überlegen, wie wir den Berg bauen und natürlich auch welche Villa da drauf. Und oh je, ich bin sehr gespannt, wie das wird, weil so groß allein wie die können wir es ja schon mal nicht machen. Und so gut wie die können wir es wahrscheinlich auch nicht machen. Das sieht voll nice aus. Oh. Das stimmt. Und Kasse, ich habe schon eine richtig voll nice Idee, wie meine Bergvilla aussehen wird. Echt? Nee, ja. Ich nicht. Oh Mann. Warte. Ich klappe mir hier schon mal ein bisschen Inspo. So, ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Stein und Gras. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen einfach mal erstmal unseren Berg. Und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß auch nicht, wie groß ich das bauen soll, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich werde auf jeden Fall meine Bergvilla eine richtig doll süß und klein bauen. Aber die wird richtig schön detailliert. Das wird so nice. Und ich habe schon eine richtig gute Idee, wie ich das machen werde. Okay, warte mal, da brauche ich sehr auf jeden nice. Fall die Blöcke. Das brauche ich. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin auch bereit. Ich gehe sogar schon bauen. Ich mache hier sogar, glaube ich, so einen kleinen See hier an meine Villa bzw. an meinen Berg. Und ich mache jetzt erstmal so diese grobe Richtlinie, wie das aussehen soll. Und dann gehe ich das einfach mal ein bisschen hochbauen, würde ich sagen. Ja, ist ein bisschen anstrengend. Wahrscheinlich wird der hohl sein im Endeffekt, weil es sonst zu viel Arbeit ist. So und so, dann baue ich hier erstmal schön Berg hin. Und dann muss ich noch mal gucken, wo ich dann hier auch noch so ein bisschen Stein und so reinmache. Oh nee. So und so. Okay, ich baue auch gerade meinen Berg. Ja. Wird dein Berg sehr hoch sein oder nicht so hoch sein? Ich glaube nicht so allzu hoch. Ist viel zu viel Aufwand jetzt. Also so, ja, schon ein bisschen, aber halt nicht so viel. Ich meine, wir haben ja auch nicht so viel Platz, deswegen. Es wird schon nicht riesig sein. Oh, der Berg wird so nice aussehen. Ich habe eine richtig so gute Idee. Echt? Ja. Okay, warte mal. Bei mir sieht das jetzt sehr interessant aus. Wie gesagt, ich muss hier ein bisschen gucken. Also ich mache es sehr... sporadisch, sag ich mal. Also das passiert hier alles ja mehr oder weniger gleichförmig. Aber ich glaube, das macht dann ja auch so eine Art Berg aus. So und so. Dann gehen wir uns hier einfach mal hochbauen und gucken dann, wie das am Ende aussehen wird. Und warte mal, Katja, mein Berg ist gleich schon fertig. Ja. Das sieht so doll süß aus, aber mein Berg ist auch richtig doll winzig insgesamt. Und meine kleine so Bergvilla wird so doll süß aussehen hier insgesamt. Okay, warte mal. Also bei mir, wie gesagt, auch winzig. Ich mache jetzt hier überall noch so ein bisschen Stein rein. Ja, er sieht so süß aus. Vor allem, wenn man jetzt hier so die anderen Berge vergleicht. Ja, naja, nicht so schön insgesamt. Sehr nice. Okay, warte mal. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier meinen Berg schon ein bisschen fertig. Da kommt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Gras oben auf dem Berg drauf. Ah, so das ist und nice. So und so. Oh, das wird so schön aussehen. Und meine Bergvilla wird richtig doll klein und winzig sein. Oh. Ah, so nice. Okay. Da kommt hier auch Gras überall drauf insgesamt. Oh, das wird so nice. Und weißt du schon, na, wie deine Bergvilla aussehen soll? Nee, noch nicht. Also ich glaube, ich mache das auch aus so einem dunkleren Holz. Ich mache auch alles so ein bisschen, naja, aus hier ein bisschen Schnee und so vielleicht. Also dass es alles so ein bisschen so kalt wird. So, hier brauche ich noch ein bisschen Schnee. Aber ansonsten... Ja, sie wird bei mir jetzt auch nicht extremst groß sein, auf keinen Fall. Ich bin sehr gespannt und ich finde, mein Berg sieht richtig süß aus, aber tatsächlich ein bisschen klein insgesamt. Oh, oh, okay, warte mal, ich brauche jetzt erstmal hier wieder unten drunter so eine Schicht Erde, weil sonst kann ich keinen See hier drunter bauen. Oh je, dann mache ich jetzt erstmal das und dann fange ich schon mit meiner Bergvilla an. Oh, das wird so nice. Ja, das sieht eigentlich ganz cute aus. Vor allem, der See, der friert hier einfach ein. Oh. Oh nein, das ist ja ganz so gar nicht gut. Und warte mal, Katja, ich baue hier gerade meine Bergvilla oben drauf. Ah, nice. Sieht so lustig aus. Oh, oh nein, und die ist wirklich winzig hier insgesamt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal. Da baue ich hier so einen kleinen Gang nach unten. Die füllt einfach den kompletten Berg ein hier insgesamt. Oh, echt? Okay, warte mal. Dann gehe ich hier mal weiter bauen. Also ich mache auch so ein bisschen... was Modernes, glaube ich sogar. So und so, aber sie wird, wie gesagt, auch nicht wirklich groß. Ich muss mal echt gucken, wie ich das genau mache. Vielleicht können wir auch so ein bisschen richtiges Holz noch nehmen. So vielleicht. Dann bauen wir uns hier so ein bisschen hoch. Ja, mal gucken, wie das aussehen wird am Ende. Okay, hier mache ich auf jeden Fall so eine kleine Glasfront hin. Dann mache ich den Rest... Oh, ich weiß nicht ganz. Vielleicht mache ich jetzt erstmal so ein paar Stützen hin. Vielleicht kann ich ein bisschen Fans nehmen. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen... Carpenter-Fans nehmen, so und so. Dann machen wir das schön aus
dem gleichen Holz. Dann kommt es so hier hin vielleicht. Hier kommt so ein paar Stelzenstützen hin. So vielleicht. Und die werden brown. So. Ja, sieht interessant aus. So, und dann geht es jetzt hier nochmal weiter. Und wie weit bist du eigentlich schon? Was machst du gerade? Ich mache gerade das Dach von meiner Bergvilla. Ich habe jetzt schon die Räume, naja, ein bisschen gebaut. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch die ganzen Wände bauen. Und, naja, ich mache jetzt hier gerade das Dach. Und das Dach wird eine kleine Kuppel hier insgesamt. Ah, nice. Okay, ich glaube, bei mir wird es eher alles so ein bisschen flacher. So und so. Dann bauen wir hier nochmal so eine Stütze hin. Und dann muss ich mal gucken, naja, aus was ich meine Wände mache. Wahrscheinlich auch aus diesem brauneren Holz. So vielleicht. Und Moment mal, Kater. Ich habe die ganzen Decken jetzt hier für meine Bergvilla gebaut. Und jetzt kann ich meine Bergvilla einrichten. Ich mache ein kleines Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Oh, nice. Okay, warte mal. Ich mache erstmal hier so ein bisschen drumherum nochmal gerade. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Gang nach oben. Was machen wir denn? Vielleicht aus so, aus meinem liebsten Stein, Stone Bricks. So und so. Okay. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Dass das auch schön aussieht und so. Oh, Mann. Okay, also es sieht sehr interessant aus. Diese Treppe ist einfach mal riesig. Vielleicht könnte ich hier das so wegmachen. Vielleicht sieht das ein bisschen besser aus. Ja, kann man machen. Wisst man jetzt auch nicht. Okay, also bei mir ist es auch sehr, sehr klein. Und ich glaube, ich mache jetzt mal das Dach. Und ich habe keine Ahnung, aus was ich das Dach machen soll. Deswegen mache ich es vielleicht einfach aus Stein auch. Vielleicht irgendwie aus so Stone Slabs oder sowas. Dann können die einfach nochmal hier hin. So und so. Ja, das passt. Und also bei mir ist es wirklich klein. Also, ich weiß ja nicht, wie klein es bei dir ist, aber klein. Okay, warte mal, Kate. Ich richte jetzt hier auf jeden Fall mein Schlafzimmer ein, so und so. Aus. Oh, du richtest schon ein. Ja, hier ist aber richtig wenig Platz insgesamt bei mir. Moment mal, das kommt doch hier hin. Oh, bitteschön, hier hin. Es ist wirklich so winzig in meiner Bergvilla. Ach, oh, Mann, nein. Okay. Dann habe ich hier auf jeden Fall das kleine Wohnzimmer, den Eingangsbereich. Hier ist mein Schlafzimmer, hier unten. Habe ich noch das hier? Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall noch einen Raum einrichten. Und da bin ich fertig. Also bei mir sieht es doof aus. Ich hatte hier so ein Steindach, das sieht doof aus. Jetzt mache ich Glas hin. Und dann versuche ich auch mal einzurichten. Ich kann auch noch so ein bisschen was drumherum machen. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, bin ich dann auch relativ schnell fertig eigentlich. Vor allem, ich habe ja auch nicht so viel zum Einrichten. Also ich kann auch höchstens so ein Bett hin und Wohnzimmer vielleicht. Aber ansonsten kein Platz für eine Küche oder so. Oh nein, ich bin sehr gespannt. Okay, meine Bergvilla sieht auf jeden Fall schon ganz nice aus. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Blöcke reinbauen. Oh, und ich bin gleich fertig tatsächlich. Oh, nice. Und Moment mal, Kater. Ich bin fertig mit meiner kleinen süßen Bergvilla. Oh nein, warte mal. Ich mache hier gerade noch ein paar Sachen drumherum. Da muss ich noch einrichten. Dann bin ich auch fertig. Oh je. das wird lustig. Ich bin so gespannt, wie deine Bergvilla aussehen wird. Ja. Das wird so cool. Okay, ich mache noch eine ganz kleine Kleinigkeit hier. Moment mal. So und so. Okay, bin fertig. Okay, nice. Warte mal, ich mache jetzt nochmal so eine Glastür hier rein. Und dann beginne ich schon mit dem Einrichten. Und dann kannst du auch schon rüberkommen. So, wir machen diese Glastür. Und dann brauche ich noch ein bisschen Glas. Und zack und zack. Ganz nice. Okay, warte mal. Dann richte ich, glaube ich, alles so ein bisschen auch so kuschelig ein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Was können wir denn für Farben benutzen? Ja. Nein! Nein! Du musst raus! Ah! So, das sieht doch schon mal eigentlich ganz gemütlich aus. Dann könnten wir hier noch sowas hin tun. Und hier ein bisschen natürlich. Oder vielleicht sogar hier. Dann machen wir das hier weg. So sieht es eigentlich süß aus. Okay, dann würde ich sagen, das war es dann auch schon mit meiner Bergvilla. Meine Schneemannen sind beide abgehauen, was gar nicht gut ist insgesamt. Aber gut, okay, warte mal, Epic. Dann würde ich sagen, du kannst gerne zu mir rüberkommen und dir meine Villa ansehen in einem Berg. Oh ja, Moment mal, Karte, ich komme zu dir. Hallo! So, warte, warte, warte. Ich habe hier noch die letzten Details, die ich machen muss. Und, so, jetzt kannst du dich umdrehen. Und? Tada! Oh, was ist denn hier los? Moment mal, deine Bergvilla sieht hier wirklich richtig süß aus. Hier alles aus Holz mit dem gefrorenen See hier zusammen. Ja. Nein, und hier ist der Eingang. Okay, warte mal, da kann man hier nach oben laufen. Ist nicht groß, so, ne? So. Also wirklich nicht. Oh.
Was ist denn hier los? Moment mal. Mit deinen zwei Bettchen hier, mit dem kleinen Wohnzimmer. Das sieht richtig ganz schön aus. Mit der Küche hier auch noch. Oh, das ist so nice. Und Moment mal, Katja. Ich finde, ja, hier die ganze Landschaft drumherum sieht auch wirklich richtig schön aus. Oh, danke schön. Ja, ich habe alles versucht, ein bisschen winterlich zu bauen. Und ja, ich hatte auch Schneemänner, aber die sind drüber gelaufen. Und ein, der war leider bei mir drinne. Da musste ich ja den auch wegmachen. Aber ja, ansonsten ist es sehr winterlich. Oh, das sieht so nice aus. Und Moment mal, ich habe eine komplett anders aussehende Berghülle gebaut. Oh, ich bin gespannt. Das ist so lustig. Okay, du kannst dich umdrehen. Und, hä? Moment mal. Hä? Okay, warte mal. Das sieht komplett anders aus. Okay, hier ist ein Pool vielleicht? Ja. Okay, was ist das hier? Das sind ein paar Pflänzchen. Ah, das sind Pflänzchen. Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, hier geht's hoch, glaube ich. Ja. Was ist das denn für ein Balkon? Der ist richtig doll klein. Okay, ja, warte mal. Dann geht's hier. Ach, wie cool. Dann hast du hier sowas und das verstehe ich noch nicht so ganz. Dann geht's hier lang und dann geht's hier runter. Epic, was habe ich hier falsch gemacht? Muss man hier auch nochmal runter? Warte mal, hier kannst du nach unten zum Schlafzimmer gehen. Ah, und okay. Hier ist das ganz kleine Wohnzimmer. Schau mal, hier kannst du dich setzen und den Ausblick genießen. Ach, und so meintest du das auch mit deinen Etagen. Aha, ich verstehe. Oh, du hast ja was ganz anderes als ich gebaut. Und dein Berg ist ja winzig. Stimmt, ich habe es gar nicht gerade gemerkt. Ich dachte, dein Berg wäre irgendwie gerade deine Villa. Ach, krass. Ja, okay, wir haben ja wirklich was ganz anderes gebaut. Wie cool. Aber ich finde, dein sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch mit den Pflanzen und alles. Ist halt wirklich mal was komplett anderes. Bei mir sieht es ja dann schon ein bisschen aus, wie man immer so irgendwie baut. Aber sehr cool. Oh, so nice. Und ihr könnt auf jeden Fall nochmal gerne in die Kommentare schreiben, welche Bergvilla ihr besser findet. Die vom lieben Epic oder meine winterliche. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.